Mein nächstes Ziel, wurde mir gesagt, wäre Fleetwood City. Also fliegen wir natürlich, ja, ich möchte die VM-Attacke Fliegen endlich benutzen nach Jubelstadt. In die am dichtesten gelegene Stadt, ganz klare Sache. Und schauen uns mal an, was es da so zu entdecken gibt für uns. Jubelstadt. Ach, lang ist her gewesen, dass wir hier waren. Dass wir hier oben... Moment mal, ich glaube, das letzte Mal, als ich hier war, konnte ich auch noch nicht alles entdecken, weil hier vor ein, zwei Gebäuden noch irgendwelche Leute standen, aber... Das ignoriere ich mal. Ich glaube, hier vorstanden noch die Leute, oder? Ich weiß nicht mehr. Beziehungsweise, nee, hier konnte ich, glaube ich, jedes Mal eine Ticketnummer ziehen. Zu lange her, dass ich hier war. Viel zu lange her. Willkommen bei der PokéCatch-Gesellschaft. Wir sind ein Familienunternehmen und als solches gar nicht sonderlich groß. Danke. Kleines, süßes Familienunternehmen. Alles klärchen. Ich weiß nicht, ob ihr hier noch irgendwas Spannendes für mich zu erzählen habt, was für mich wichtig wäre für meine zukünftige Reise. Aber viel wichtiger für mich ist es jetzt mit Surfer... hier endlich den nächsten Weg zu benutzen, den es sich her noch nicht benutzen konnte, wo ich aber ein wunderschönes Gyarados gefangen habe. Und dann packen wir es aus. Das Wasser ist tiefblau. Möchtest du Surfer einsetzen? Ja, ich bin mir sicher. Lass mein wildes Bidifass, okay? Lass mein Bidifass Surfer einsetzen und nicht mein Gyarados, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Und gönn das Glas Honig. Dankeschön. Und gegen euch möchte ich gerade nicht kämpfen, deswegen gehe ich straight hier nach oben. Meine Pokémon sind ja eh noch etwas zu stark für die aktuelle Situation. Wahrscheinlich dann bei der Pokémon-Liga einfach hart am Verhauen. Ich kenne mich doch, oder? Bei der Pokémon-Liga werde ich so hart verhauen. Tentacha? Ja, es ist immer Tentacha. Was sollte es denn sonst sein, außer ein Tentacha? Man kennt es doch. Ups, nein. Sondern die Cam. Bitte auch wieder nach oben. So, dass wir wieder die LP-Anzeige sehen. So, dass wir sehen könnten, wie Psyan dieses Tentacha... Warte. Ich bin aus Reflex geflohen, weil ich immer vor wilden Kämpfen fliege. Aber das wollte ich doch noch fangen. Hey, du möchtest kämpfen? Psyana braucht noch mal ein bisschen... Die Muskeln sind ein bisschen eingeschläfert von Psyana, weil Psyana gerade fliehen musste. Dementsprechend Matrose Rappo, ich wäre bereit, gegen dich zu kämpfen, gegen den Mantis zu kämpfen. Ich wäre bereit, es zu bekämpfen mit meinem Psyana, mit allen Attacken, die es bisher so gelernt hat. Die Fee-Attacke fehlt zwar noch, aber auch die Mantis werden wir irgendwann noch erlernen. Doch das wirst du nicht mehr sehen. Das Einzige, was du sehen wirst, ist... eine Konfusion. Nehmen wir mal die Konfusion und hoffen, dass das halbwegs gut klappt. Ah, leider nicht. Hau den Tackle raus. Ja, vielleicht hätte ich vorher nochmal das Pokémon Center besuchen sollen. Nachdem man frisch eine Arena besucht hat, ist sowas meistens eine smarte Idee. Nicht immer. Manchmal kommt man noch durch, ohne Schaden genommen zu haben, ohne viel AP verbraucht zu haben oder hat nochmal vorhin Arena leichter den Pokémon Center besucht oder sonst was. Aber dadurch werde ich jetzt leider das Pokémon wechseln, auch wenn ich das ungerne mache. Es tut mir leid, Psyana, du musst ausgewechselt werden. Und stattdessen gehen wir rüber und entdecken, dass Luxra kämpfen darf gegen ein wunderschönes Gyarados, gegen das wir den vierfachen Schaden haben, wodurch es nicht lange leben wird. Gyarados, bist du bereit zu sterben? Hier und jetzt in diesem... Okay, du musst nicht sterben, aber zumindest K.O. zu gehen. Hier und jetzt in diesem Kampf gegen das Luxra. Dank einer wunderbaren Attacke namens Funkensprung. Wenn nicht, solltest du schnell zurück in den Pokéball gehen. Zu spät. Ich habe den Matrosen wenigstens vorgewarnt. Man kann sagen, was man will, aber den Matrosen und sein Gyarados, die habe ich vorgewarnt. Gönnung, Aufstieg mit Gyarados, sehe ich doch perfekt. Gyarados besiegt, Gyarados aufgestiegen. Win-Win-Situation und der Matrose am Lichten ärgert sich wenigstens nicht. Das ist doch schon mal eine ganz nette Sache. Lieber Matrose, was bist du? Was sagst du da? Sie warten auf der anderen Uferseite. Das hat mich echt aus der Patsche geholfen. Dankeschön. Wer auch immer auf der anderen Uferseite wartet, aber bitte, Bro. So. Wie mache ich das jetzt? Ich habe ein gewisses Problem. Wahrscheinlich muss ich nochmal zurückfliegen. Also, Karte. Lass mich, ich weiß, ich bin kurz vor Fleetwood. Okay, wir gehen kurz bei Fleetwood rein und gehen dann nochmal hier raus. Beziehungsweise, komm, den einen Trainer besiegen wir mit 3 Psychokinese, 6 Spukbälle, die ich habe. Ich hätte sogar noch die 2 Children Angler eben gerade wahrscheinlich mitnehmen können, aber vollkommen egal. Vitali, Gitaris, guck mal, ein Pokémon, ein Luxio. Zack, da darf ich mir noch auch so noch Psychokinese oder Spukball benutzen. Wobei eigentlich möchte ich immer Psychokinese benutzen. Ich vertraue nur auf Psychokinese. Psychokinese ist die ultimative Attacke meines Psyana. Nichts geht über Psychokinese, aber man sieht es ja auch, sind 10 Stärke mehr auf der Attacke. Heute kriegst du den Spukball ab. Wir hoffen, dass es reicht, Luxio. Wenn nicht, dann werde ich genervt sein. Wunderbar. Luxio, auch Spukball hat gereicht. Wer braucht schon die beste Attacke von allen, Psychokinese. Wenn auch das reichen kann. Und dann wurde der Gitarrist Vitali auch besiegt. Kannst du es hören? Das Klagen meiner Gitarre. Ich habe meine E-Gitarren gerade erst verkauft. Also kann ich es wahrscheinlich nicht mehr hören. Stattdessen
Nana-Bären. Die gibt es noch? Okay, ich dachte, die wären nur am Anfang, so in den allerersten Routen, aber okay. Hier, direkt wieder eine Sananabeere rein da. Upp. Und dann möchte ich hier noch einmal weiter die Giefebeere. Könnte ich rein theoretisch auch direkt wieder pflanzen, wenn ich lustig drauf wäre. Und Lust hätte, auch die Giefebeere hier zu... Ja, guck mal hier. Habe ich sogar eine Giefebeere für euch. Und ja, ich bin mir auch sicher, ich möchte die Pflanzen gießen. Danke. Und was haben wir hier? Persimbeeren, okay. Ba-ba-ba-ba-ba-bam. Lehmboden wird wieder weich und wir möchten pflanzen eine neue Beere und zwar die anscheinend Sananabeere, weil wir die doch echt seltener haben als gedacht. Okay, wait, jetzt habe ich hier zweimal die Sananabeere. Das war nicht das, was ich machen wollte, egal. Gib mir noch eine Beere, irgendeine random, die da oben hätte ich nur dreimal. Die Japa-Beere habe ich gerade auch nur zweimal, viermal, keine Ahnung. Habe ich wieder vergessen und dann möchte ich noch gucken, ob hier auch irgendwas ist wie ein Tentacher, das ich noch nicht gefangen habe. Oder ein Ponita, was überall ist. Oh, Pantimos. Hallo, tatsächlich ein Pokémon, das ich noch nicht gefangen habe. Cool. So. Den schicken wir dann da am besten noch in den Kampf. Biss müsste funktionieren. Konfusion müsste auch funktionieren. Ich hoffe aber mal, Biss. Sehr schön, sieht gut aus. Passt auch. Was machst du da? Hallo? Bro? Nee, kein Lärmschutz, keine Synchro. Nein. Bro? So. Hier noch ein Biss für dich. Ist mir vollkommen egal, dass du ins Rollenspiel gegangen bist. Als nächstes habe ich einen Hyperball anscheinend für dich, denke ich mal. Pokéball, Premierball, Netzball, Nestball, Hyperball, da. Auch ist, wenn Superball mein Lieblingsball ist und es super enttäuschend war, dass ich die ganze Zeit keine Superbälle kaufen konnte und auf einmal Super- und Hyperbälle auf einen Schlag. Da seht ihr es. Hyperbälle sind zu schwach für diese Welt. Autsch. Autsch. Psystrahl. Brauche ich nicht, wenn ich Psycho... Finsterball. Ich wollte den Superball einsetzen. Finsterball ist kein Psy... Okay, egal. Es ist wenigstens Nacht. Vielleicht bringt das hier irgendwas, aber nein. Hau nochmal den Psy-Strahl raus. Alles klar. Ist beim Psyana verreckt. Hoffentlich nicht. So. Dann Hyperball, da ich langsam keine Lust mehr habe. Ich habe auch nichts, womit ich jetzt den Status, glaube ich, cool verändern könnte, wie Schlafspuren oder sowas. Nee, gar nichts. Gar nichts. Reicht auch so. Zack. Neuer Eintrag im Pokédex. Ist perfekt. Wurde erledigt. Und dann kann ich auch weiterziehen mit meinem Pokémon. Kriegt aber echt fett XP durch das eine Pantymos, das ich hier gefangen habe. Psychophilen-Pokémon. Zack. Ab mit dir in die Box. Und dann lasst mich weiter in die Stadt. Oder auch nicht. Sondern wir treffen zuerst... Oh, dich habe ich auch noch nicht gefangen, oder? Nur deine Vorentwicklung bisher, glaube ich. Mein liebes Gastrodon. Ich meine, das habe ich noch nicht. Schauen wir mal. Wir werden es ja... Ja, habe ich tatsächlich noch nicht. Spukball ist wahrscheinlich One-Shot, von daher gehen wir es langsam an. Mit der Konfusion, damit machen wir, glaube ich, alles richtig, dass es noch gerade eben überlebt. Oh, das hat ja noch voll viel Leben, kann ich noch ein bisschen daherhauen. Wenn meine LP sich nicht zu sehr durch diesen Body Slam senken, ja, Biss. Gib ihm. Ein Biss und dann fangen wir das Viech. Biss sollte nicht so viel Schaden machen, meine ich doch. Aquavella hast du auch noch. Das macht noch mehr Schaden als... Okay, ein Ball schmeiße ich und dann wechsle ich mein Pokémon aus. Wenn in diesem einen Ball das Gastrodon nicht drin bleibt, dann wechsle ich mein Pokémon definitiv aus. Aber ich gehe mal davon aus, dass das klappen sollte. Es zwingt mich, mein Psyana auszuwechseln. Dabei wollte ich mein Psyana nicht auswechseln. So. Was kriegst du denn reingedrückt? Was kann viel tanken? Wahrscheinlich am ehesten noch Panferno, oder? Weiß gar nicht. Ich kenne eure Verteidigungsstats alle nicht. Oder Glo... Na, Glo, du bist offen. Nee. Nicht gegen Aquavelle. Wartet, wait. Aquavelle? Ja, Aquavelle. Dann hauen wir dich rein. Upp. Komm zurück, Psyana. Wobei das der Paiser auch ganz gut gewesen wäre. Aber Hauptsache Aquavelle jetzt nicht auf mein Feuer-Pokémon oder auf mein Gesteins-Pokémon. Oh, plus Bedroher. Body Slam setzt ja auch gerne ein. Da wirkt auf jeden Fall nochmal Bedroher. Genesung. Du kannst Genesung, obwohl du im roten Bereich warst, Gastrodon. Dann muss ich hoffen, dass du einen Knirscher überlebst. Wenn nicht, bist du tot. Aber ich glaube, einen solltest du überleben, oder? Sieht noch besser aus als vorher. Und mit Bedroher haben wir den Schaden von Buddy Slam gerade gesenkt. Dadurch machst du nur noch 10 Schaden. Und ich kann entspannt meinen Hyperball werfen. Auch wenn hier ein Superball eigentlich reichen sollte, weil so wenig KP, oder? Ohne irgendeine Statusänderung. Nee, das reicht nicht mein Hyperball. Was ist hier los? Es ist immer so krass, dass die Pokémon hier nie in ihren Bällen drinbleiben, in denen sie drinbleiben sollen. So, Gyarados wartet auf Anweisungen, kriegt die Anweisung von mir mit einem Hyperball. Wart mal weiter, Gyarados. Zack. Zack.
Gastrodon. Ich merke schon, ich brauche wieder die A-Klick-Strategie. Erst versetzt du gegen Lesung ein, würde ich da jetzt wieder einen Knirscher drauf haben, bist du tot. Übrigens, Gastrodon. Würde ich da jetzt einen Knirscher drauf haben, wärst du tot. Ich habe nur starke Wasserattacken. Komm. Hä? Knirscher? Ich wollte gar nicht Knirscher einsetzen. Ich wollte die Wasserattacke einsetzen mit der gleichen Stärke. Oh nein. Kaskade war das, glaube ich, oder sowas. Oh, dammit. Egal. Schnell raus hier. Psyana ist kurz davor zu sterben. Wir müssen ganz schnell in ein Pokémon-Center. Bitte. Wer bist du? Hallo. Hey, Solius, wir haben uns ja eine ganze Weile nicht gesehen. Oh, jetzt sag bloß, du weißt nicht, wer ich bin. Ich bin doch Professor Ibis Assistent und außerdem der Vater von Lucia. Der Professor hat mich gebeten, deinen Pokédex aufzurüsten. Also bin ich meiner Intuition gefolgt und habe einfach hier auf dich gewartet. Gibst du mir mal bitte kurz deinen Pokédex? Mal sehen. Wie wäre das doch gleich? Die neue Software muss einfach hier installiert werden, oder? Klick, klick. Nanu, dein Pokémon ist ja schon auf dem neuesten Stand. Schließlich verfügt ihr bereits über eine Funktion, mit der du die männlichen und weiblichen Versionen der Pokémon ansehen kannst. Das gab es früher nicht, so ist es viel praktischer. Jetzt will ich dich nicht weiter stören. Okay. Der Vorfall in Jubelstadt bereitet dem Professor nämlich Sorgen. Letztendlich ist aber alles halb so wild, aber man weiß ja nie. So, bis bald. Bald. Ciao, ciao. Wozu war jetzt dieses Gespräch da, wenn ich schon ein Pokédex auf dem aktuellen Stand hatte? Egal. Du hast Durst. Ich habe leider hier nichts zu trinken gerade. Aber wenn ich hier was finde. Ah, hallo, schöne Stadt. Da ist der Pokémon Center. Wenn ich hier was finde, irgendwie so ein Laden, wo man sich was Wasser holen kann oder sowas, dann gönne ich dir das auf jeden Fall, Bro. Willkommen im Pokémon Center. Wir machen deine Pokémon wieder topfit. Dankeschön. Danke. Und was hat sie zu sagen? Hi, Girl. Kenne ich von Every Attack Stärke? Ja, okay, super. Das kann ich schon lange. Und Pokémon derselben Art kann manchmal über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Ja, okay. Habe ich ja auch schon gelernt. Tausch mir dein Anton. Ein Anton ist wirklich außergewöhnlich begabt. Es kann sehr die... Oder mit sehr die Zukunft vorhersagen. Was haben wir hier? Fliegler Sinnoh. Okay. Kann ich nicht rein? Hallo, wer verschließt denn seine Tür noch? Hä? Wir machen sowas. Wie komisch sind die denn drauf, dass sie ihre Tür verschließen? Also, langsam hackt es, glaube ich, auch. Also, wer bin ich noch gleich? Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich bin der Attackenverlerner. Soll ich dafür sorgen, dass eines deiner Pokémon eine Attacke vergisst? Braucht man das in diesem Spiel? Für irgendwas? Also, ich weiß, das braucht man. Als man. Ich soll mich bitte. VM-Attacke nochmal verlernen wollte. Hi, Girl. Der Wiederball erleichtert den Fang von Pokémon, den man bereits gefangen hat. Okay. Falls man irgendwann in Shiny Hunting geht, vielleicht. Aber ansonsten. Brauche ich hier gar nichts. Das ist wirklich nichts. Holen wir uns nochmal ein paar Bälle. Zack. 1, 2, 3, 4. Oh Gott. Da bin ich arm. Ja. Danke. Und eventuell nochmal 10 Timerbälle. Nee, dann bin ich auch wieder arm. Wiederball möchte ich noch nicht. Die ganzen Items brauche ich auch nicht. Zack. Gebt mir mehr Poké-Dollar. Ich will sie alle haben, von allen Trainern dieser Welt. Gebt sie mir einfach alle. Yo, Bro. Meine Kleidung ist nass? Nee, das kann nicht sein. Du hast jeden alten Mal also wirklich getroffen und er kann tatsächlich Pokémon ihre Attacken vergessen lassen. Ja. Danke für die drei Sticker. Girl, haben wir hier noch irgendwas, nachdem wir den Attackenverlerner hier gefunden haben? Und irgendwo jenseits des Meeres gibt es andere Länder. Okay, danke. Mit der letzten habe ich gar keine Lust mehr zu reden. Ich glaube, das hier, upsala, Zeitverschwendung mit den Touris zu reden. Stattdessen gehen wir weiter da, wo uns die Story hinführt. Und das ist bei dir. Ups, hey Solius, willst du etwa den hiesigen Arena-Leiter herausfordern? Na, dann sollte aber jemand vorher prüfen, ob du dazu auch bereit bist. Und dieser jemand ist niemand anderes als ich. Ich mit meinem niegelangen Orden. Okay. Du hast also geschafft, die Arena zu besiegen, mein Freund. Pokémon-Trainer, mein Freund, fordert dich heraus. Und setz Staravia ein. Oh, mach das mal. Setz mal Staravia ein und ich hau Psyana stattdessen raus. Und komm dann wahrscheinlich mit einem Psycho-Attacken und werde dich easy, locker, flockig besiegen mit roher Macht. Wirklich gar keinen Sinn gegen Psyana. Zumindest mit den Attacken, die ich so kann, kann ich all deine Pokémon zufälliger... Was machst du denn da? Flinkklaue? Doppelteam? Du fängst an? Das ist eine absolute Frechheit. Absolute Frechheit. Ja, baller bitte Psychokinese raus. So, dankeschön. Staravia wurde besiegt. Tja, mein kleiner Freund.
Hast du noch irgendwas anderes zu bieten eventuell? Ich weiß, du hast einen wunderschönen Starter zum Beispiel, den ich gerne mit Psychokinesen downhau. Verhöhnerlich, ich möchte verhöhnerlich erlernen. Zack, weg hier. Ja, ich bin mir sicher, das soll nicht erlernt werden. So, Scaraborn, gar kein Ding. Hau her, hau her, hau her. Ich hab noch was für dich, Scaraborn. Auch für dich, nur für dich, eine wunderschöne Psychokinese. Und damit schicke ich dich zurück in das Reich der Schatten. War schön, gegen dich zu kämpfen. Das ist sehr effektiv. Sehr schön. Wen haben wir noch, mein Freund? Zack. Auf jeden Fall haben wir einen Luxra Level 40 und einen Glow Level 34. Das ist schon mal cool. Nee, ich möchte Grimassen bitte nicht erlernen. Danke, Glow erreicht Level 34. Darf nichts Neues erlernen, das ist schade. Roselia, ja, komm her, Roselia. Ich bin auch für dich bereit. Ach, eventuell benutzt bei dir sogar nur Konfusion. Das sollte doch auch reichen. Ich glaube, du hast nicht so viel Verteidigung. Und ich bin ein paar Level über dir. Das ist sehr effektiv. Roselia wurde besiegt. Ich habe auch nichts anderes erwartet. So, wen hast du noch? Ponita, komm her. Komm her, auch für dich. Habe ich so eine wunderschöne Psychokinese, Ponita. So, warum nicht einfach mal alle Pokémon meines Rivalen, meines Freundes One-Shot mit einem Psyana? Das ist einfach das schönste Gefühl. Das schönste Gefühl von allen. So, was hast du noch? Ich sehe Kiprill. Okay, Luxra wäre jetzt eigentlich angebracht, aber wir haben uns schon aus schwierigeren Situationen befreit. Okay, setzt Kiprill ein. Ich bin auf jeden Fall bereit. So, wir probieren jetzt einfach auch mit Psychokinese. Wird der schwierigste Gegner Level 37, ein bisschen höher, aber hier mit einem KP es schafft zu überleben und seinen Charme einzusetzen gegen mich, ist eine absolute Frechheit. So, es soll nicht zu Ende, weder ich noch meine Pokémon haben aufgegeben. Doch, habt ihr, mein Freund, habt ihr. Ich drücke sogar hier nochmal eine ganz gesonderte, ganz liebe Psychokinese obendrauf. Oh, Piprin ist down. Und Psyana erreicht Level 42. Die Antwort auf alle Fragen ist damit auch erreicht. Was? Du willst mir weismachen, dass ich verloren habe? Und gewinnt 4000 Poké-Dollar. Das sind 4 Bälle. Meinetwegen, da bist du eben ein kleines bisschen besser als ich. Wie üblich halt, na? Und, aber hör mal, dreimal darfst du raten, wer die Pokémon-Liga meistern und sich selbst zum Champ kriegen wird. Ganz genau, nämlich ich. Aber egal, du scheinst im Arena-Live jedenfalls durchaus gewachsen zu sein. Also, wieso bist du überhaupt noch hier? Los, bring es endlich hinter dich. Okay, werde ich machen. Ganz entspannt, mein Freund. Aber wirklich, kann ich hier, was ist das? Fleetwood-Bibliothek. Okay, da klingt es auch nicht danach, als würde es Wasser geben in der Bibliothek. Erstmal gucken wir, was das für eine Arena ist, ob es eine Wasser-Arena ist oder irgendwas anderes. Und ist das so? Du siehst aus wie ein Kampftrainer. Hatten wir nicht eine Kampfarena schon? Hatte ich zumindest im Kopf, aber vielleicht habt ihr auch Pokémon anderer Typen am Start. Schwarzgott Enrico. Was hast du denn für uns? Stalos, Stahlarena? Interesting. Jetzt ist eigentlich Pampyros Zeit gekommen, ne? Also jetzt ist eigentlich nicht Psyanas Zeit gekommen, sondern wirklich von meinem Starter, den mal ein bisschen kämpfen zu lassen. Aber bis dahin, ihr wart gleich stark. Nee, bin niemals schwächer. Psychokinese. Bis dahin darf Psyana noch. Die Sätze gehen den finalen Trainer, vielleicht Pampyro ein. Das ist nicht sehr effektiv. Das ist schrecklich. Eiszahn. Autsch. Egal. Ich habe einen Spukball. Ich wusste nicht, dass Psycho nicht sehr effektiv gegen Stahl ist. Ich habe es leider auch jetzt gerade erst übrigens neu gelernt. So, wenigstens Spukball scheine ich gegen Stahl-Pokémon benutzen zu können. Da hat der Typ da vorne auch bestimmt sowas wie Magnetilo oder sowas. Irgendwie in die Richtung. Drachentanz ist eine coole Attacke, aber nicht für jetzt. Nicht für so einen easy Let's Playthrough. Von daher, ciao. Ich habe zwar nicht gewonnen, aber ich bin trotzdem ein stolzer Kämpfer. Das bist du nicht. Gib mir deine Blitzstahl-Pokémon. Blablabla. Es ist mehr als das. Du selbst, deine ganze Persönlichkeit wird auf die Probe gestellt. Zeig mir deine Blitzstahl-Pokémon oder sonst was. Also, Jupp fordert mich heraus mit Onix. Okay. Auch hier wäre Pampyro der richtige Ansprechpartner. Ich könnte zwar auch Garados benutzen, doch keine Stahlarena. Wir werden sie sehen, vielleicht ist es so Stahlgestein. Und Psychokinese klingt nach einer guten Idee. Baller ist mit raus. Und sagt dem Onix, dass er nach Hause gehen sollte. Irgendwo sich ein paar LP gönnen. Pokémon Center. Die Schwester kümmert sich um dich. Zumindest hat sie sich schon häufig um meine Pokémon gekümmert. Jupp, sehr häufig. So. Dich haben wir auch. Wen wollen wir als nächstes? Wo muss ich längs? Hier? Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier längs gehe, aber nächster Trainer, ich bin auch bereit für dich.
Dein Wissen und deine Erfahrung werden dir nichts bringen im Kampf gegen Sonios. Denn Sonios hat einen Psyala. So, Astrena, was hast du denn für mich? Pionskura. Okay. Habe ich gegen dich schon mal gekämpft, denn ich weiß nicht, welche Attacken gegen dich sehr effektiv sind und nicht sehr effektiv. Können wir das herausfinden? Ja, Psychokinese, Psycho ist sehr effektiv, dann gibt es auch noch eine Konfusion. Der ist Level 30, da kann ich ganz entspannt mit Konfusion voranschreiten. Hab dich. So möchte ich das sehen und nicht anders. Wen hast du noch? Zeig her. Upp. Danke. Stalos. Okay. Ich weiß nicht, ob mein Spukball Stalos one-shottet. Und wir müssen ja auf jeden Fall so ein bisschen mit unserem Panferno lernen, dass unsere Zeit jetzt gekommen ist, dass Panferno Bescheid weiß. Ich habe vorhin die ganze Zeit Panfiro gesagt, ne? Dass Panferno auf jeden Fall Bescheid weiß, diese Arena gehört Panferno zumindest am Ende. Und wir probieren zwar ganz entspannt erstmal mit einem Flammenrad. So, hau raus, One-Shot dieses... Nicht mal annähernd. Das ist sehr effektiv. Wie schwach. Wie schwach. Beim Siala hat man eine Attacke, die nicht sehr effektiv ist. Mehr Schaden gemacht als dieses Pampyro mit Flammenrad. Es wird Zeit, dass du eine neue Feuerattacke erlernst. Bro, wie schwach war das bitte von dir? Ist zwar verbrannt, das Viech, aber das bringt mir ja nichts. Zack, ja, Pampyro, du wartest auf Anweisungen. Die hat auch nur 60 Stärke, aber trotzdem. 65 Stärke bringt auch nicht viel. Brauche ich wirklich meine Master-Attacke gegen schwaches Stalos? Lächerlich. Lächerlich. Vielleicht hätte auch die 65er-Attacke gereicht, ich weiß es nicht. Aber ich habe ein bisschen mehr erwartet von meinem Feuerstarter. So, haben wir dich auch? Dann bleibe ich doch bei Psyana. So, irgendwie bin ich gerade in der Stimmung, ein Schlaflied anzustimmen. Gute Nacht. Klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan von dir. So, wo komme ich hier hin? Aha, sehr interessante Wege, die ich hier gehe. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig bin, ob ich falsch bin. Aber ich gehe einfach irgendwelche Wege, ne? Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich nicht beim Arena-Leiter ankommen. Hi! Pokémon und Menschen arbeiten schon seit vielen Jahren Hand in Hand. Soll ich dir eine Kostprobe davon geben? Ja, gerne. Was hast du für mich? Stalos zufälligerweise? Das haben wir irgendwie alle. Oder Onix? Stalos oder Onix haben wir alle. Er hat nur Onix. Auf Ansage. Ob der Arena-Leiter was anderes haben wird? Wir werden sehen. So. Spukball, ich bin bereit. Ich habe leider nur noch 3 Psychokinese. Ich darf nicht mehr einsetzen. Boom. Tschüss, Onix. Und wer ist der Zweite, der mich hier erwartet? Onix, Stalos. Ich bin für alles bereit. Onix. Boah, dann kämpfe ich weiter. Und wir machen natürlich genau das gleiche, wie wir genau im Kampf davor gemacht haben. Wir setzen einen Spukball ein und spuken dich damit zurück in das Reich der Schatten, mein lieber Freund. Und zack, easy. Haben wir dich auch, Onix. Dankeschön. Boom. So, war eine schöne Kostprobe. Danke dir, Eduard. Okay, ich war lieb. Nichts bist du lieb, ne? Eine spektakuläre Niederlage war das sogar. Das war nicht eine normale Niederlage, das war eine spektakuläre. So. Oh, schade. Dann weiter hier längs und gegen den Typ nochmal kämpfen. Ja! Wir attackieren mit knallharten Karate-Schlägen. Okay. Kann ich dann einfach nur Konfusion einsetzen zweimal, wenn du jetzt eher so der Kämpfertyp bist? Oh, nix. Warum habt ihr alle nur Onix und Stalos? Was ist los bei euch? Was ist das für eine komische Arena? Also, die ist ja komplett weird. So, hier, Spukball, nur für dich, weil ich Psychokinese leider nicht einsetzen kann, auch wenn ich das lieber machen würde. Und was hast du als Zweites? Noch ein Onix zufälligerweise? Wie genau der Trainer auf der anderen Seite auch nur ein Onix zufälligerweise hatte? Siana erreicht Level 43, cool. Panferno, bitte erlern mal eine neue Feuerattacke, schade. Die Hoffnung war da. Stalos, ja, wir wechseln. Ich würde ja gerne, aber Panferno, du bist zu schwach. Ich sag's, wie es ist, Panferno. Du bist einfach zu schwach. So. Flugball. Zeig, was du kannst, Siala. Also eben gerade sehr effektive Feuerattacke. Auf Kampf geskillt. Boah. Mein Panferno muss das Team verlassen. Er kann keinen Schaden machen. Das Problem ist, beim Panferno hat ein Wesen, das Angriff reduziert. Und Panfernos Attacken skalieren auf Angriff. Das ist so mitunter das schlechteste Wesen, was man auf Panferno haben könnte, habe ich das Gefühl. Hoch hier. Und runter hier. Hi. Wer kennt es nicht? Ich kenne es nicht. Gar nicht. Astrena Francesca fordert dich heraus. Mit Azumarill.
Was? Ich wiederhole nochmal. Was ist der Typ dieser Arena? Also wirklich, was? Ich weiß es einfach nicht. Ich dachte, es wäre... Egal. Setz bitte den Spukball ein und mach den ganzen Tag einfach ein Ende. Please. Schade, reicht nicht. Kaskade. Wow, 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 wow. Ganz entspannt. Also, Azumare, bitte halte dich etwas zurück. Ich brauche beim Ciano noch für den finalen Kampf am Ende gegen den Arena-Leiter, dadurch, dass beim Panferno keinen Schaden macht. Also, Panferno kann raus, Zerpeise kann raus, Garados kann raus, Luxtra behalte ich, Ciano behalte ich. Aber das ist ja hier, Schlagbohrer brauche ich, glaube ich, nicht, oder? Also, Anwender rammt das Ziel, während er seinen Körper wie ein Bohrer dreht. Hohe Volltrefferquote. Ja, doch, brauche ich doch. Bitte einmal wechseln. 1, 2 und schwupp. Schlagbohrer wurde erlernt. Ciao, ciao. So, ja, ich weiß auch nicht, was deine Spezialisierung ist. Eigentlich, ich dachte, das wäre jetzt so eine Stahl, die Steinsarena. Mittlerweile glaube ich, das ist einfach nur eine Garados-Arena. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Eine Onyx-Arena. So, und wir gönnen uns noch einen Supertrank oben drauf. Kibi! Und dann gehen wir weiter. Ab geht's. Ich habe immer noch einen Arena-Leiter vor mir, der hier irgendwo chillt und ich weiß nicht wo. Das hier? Der ist rot. Rot ist, glaube ich, cool. Ja, rot ist sehr cool. Bro, was geht bei dir? Ja, ich glaube, ich bin bereit für den Kampf, aber ich speichere eventuell vorher noch einmal. Man weiß ja nie, ob man das nicht doch verhaut, ob doch Psyana stirbt. Das wäre ja traurig. 98 Pokémon habe ich mittlerweile im Pokédex. Das ist eine ganz gute Anzahl, finde ich. Und dann schauen wir, was hast du? Ah, das ist der Orden von Erzelingen. Verstehe, verstehe. Du hast also meinen Sohn besiegt. Da liegt was in der Familie. Aber im Gegensatz zu Wade werde ich eine richtige Herausforderung für dich sein. Okay. Große Ansage. Die Frage ist aber, was dahinter steckt, mein Freund. Du hast auf jeden Fall eine Schaufel. Es sieht nach einer Bohnenarena jetzt wieder aus. Ich bin so hart verwirrt. Bronze. Es ist wieder Stahl. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß wirklich nicht, gegen was ich hier kämpfe. Aber wie, es gibt jetzt auf jeden Fall erstmal einen Spukball für Bronzel. So. Bronzel, war schön, gegen dich gekämpft zu haben. Ciao. Ich liebe Psyana einfach so sehr. Hast du noch mehr Stahl-Pokémon für mich oder hast du auch andere Typen? Wie erst mit nochmal komplett random einen Azumarill oder sowas. So, du hast einen Stalos. Panferno wäre die richtige Entscheidung. Wäre Panferno nicht so super schwach. Von daher machen wir weiter mit dir und dein Spukball bitte. Es reicht zwar nicht für den One-Shot, außer ich mache einen Volltreffer, glücklicherweise genau in diesem Moment. Daran, genau, glaube ich aber nicht. Sandschaum ist eklig. Und dann habe ich noch was Zweites für dich, und zwar ein Spukball. Was für ein Zufall. So. Autsch. Wie viel sieben Schaden durch den Sandsturm finde ich auch ordentlich. Also... Ich habe ein bisschen weniger erwartet, eher so 4 Schaden, aber 7 Schaden haut auf jeden Fall schon mal rein. So, Stalos, wir sagen ciao auch zu dir. Und guck mal, was du weiter für uns hast. Autsch. Guck mal, was du weiter für uns hast. Und zwar Bolterus. Habe ich noch nie bekämpft, glaube ich zumindest. Ich benutze weiter leider den Spukball. Das ist schon der letzte Pokémon. Und hoffe, dass das zumindest 50% der KP abziehen kann. Ansonsten müsste ich eventuell... Oder bist du am Stahl? Kann ich Psychokinese einsetzen? Wir werden sehen. Bitte, bitte, bitte. Nee, ist nicht sehr effektiv. Okay, dann war das ein bisschen dumm gerade. Eisenabwehr. Wovor schützt das? Nur vor... Das erhöht das alles. Verteidigung auf jeden Fall. Erhöht das auch Spezialverteidigung? Nö. Das ist gut. Denn ich habe hier noch Spukball für dich. Das macht dann hoffentlich mehr Schaden. Oder? Auch nicht. Auch nicht. Genauso schwach wie Psychokinese. Zack. Während du dich immer stärker machst. Ich wechsle einmal das Pokémon. Ich weiß nicht, ob Garados eventuell sehr effektive Attacken sonst hat, wenn mein Pokémon Panferno so super schwach ist. Ist zwar 3 Level drunter. Mittlerweile bin ich auch gar nicht mehr overlevelt, fällt mir gerade auf. Weil ich hier wirklich rübergerusht bin zur Arena. Ohne großartig gegen Trainer auf dem Weg zu kämpfen. Und dann bin ich sehr gespannt, was jetzt dieses Viech macht, ob es weiter seine Verteidigung stärkt. Ne, Steinkante. Gut, dass das verfehlt hat. Und zack, Garados wartet auf seine Anweisungen. Ist Surfer das, was am meisten Schaden macht? 90, 90, 80. Yo, baller mal den Surfer mit raus. Garados, bitte sei sehr effektiv mit etwas Glück. Glaubst du zwar nicht? Ne, ist auch nicht sehr effektiv.
Setzt den Hypertrank. Doch, ist sehr effektiv, weil Gyarados ist einfach nur super schwach. Aber wirklich super schwach. Okay. Sehr effektive Angriffe, schwächer als die nicht sehr effektiven Angriffe von Fianna gefühlt. Und natürlich kannst du auch eine Blitzattacke, um gegen die ganzen Wasser-Pokémon gewappnet zu sein. Aber jetzt hoffe ich, dass das dein Ende ist. Einmal Surfer auf dein Nacken und... Yes. Wir haben ihn besiegt. Es ist doch nicht von Panferno's Zeit gewesen. Es war die Zeit von Cyano und Gyarados, aber vielleicht werden wir das Panferno einfach auswechseln. Es ist zwar traurig, seinen Starter auszuwechseln, aber das Wesen ist so schlecht. Das möchte ich eigentlich nicht weiterspielen. Hup. Hi, was hast du uns zu erzählen? Du hast es geschafft, mein hervorragendes Team zu besiegen. In Anerkennung deiner Stärke überreiche ich dir den Mielenorden. Dankeschön für Orden Nummer 6. Ich habe leider gerade keine zwei Hände. Du erhältst den Mielenorden von Adam. Danke. Mit dem Mielenorden kannst du über deinen Pokécatch die VM-Attacke stärker einsetzen. Nun, da du 6 Orden besitzt, werden dir alle Pokémon bis Level 70 aus dem Wort gehorchen. Bis Level 70. Puh. Krass. Und TM91, was ist das? Bitte sag mir nicht, das ist Eisenabwehr. Lichtkanone, okay. Klingt spannend. Sag mal her. Und... Imagine Eisenabwehr. Einmal zum Ende. Anwender sammelt Lichtenergie und feuert sie auf einmal ab. Senkt eventuell die Spezialverteidigung des Ziels. Kann niemand erlernen. Schade, so eine Stahlattacke im Team zu haben, wäre schon ganz cool. Dann gehen wir einfach nur zurück nach Hause. Upp. Danke. Weiter Weg. Ich merke das schon. Sag mal, wo führst du uns hin? Im Kreis? Nee, da geht's runter. Weiter Fahrstuhl. Ich hoffe, wir fallen nicht runter auf den Weg. Perfekt, haben wir geschafft. Dann muss ich jetzt nur noch... Oh, Stärke habe ich schon. Wunderbar. Habe ich alles, was ich brauche. Alle VMs. Plus ein Tor mit unserem Freund. Hey, das ist ja der Mielenorden. Reife Leistung. So stark wie du bist, könntest du ebenfalls mit dem Gedanken spielen, Champ zu werden. Auch wenn du natürlich keine Chance hast, es tatsächlich zu werden. Schließlich bin ich ja stärker als du. Aber egal, los, Julius. Komm mit mir in die Bibliothek. Okay. Bibliothek gucken wir uns aber im nächsten Let's Play Part an. An dieser Stelle verabschiede ich mich erstmal. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.